E wie Erdkabel. Erdkabel transportieren bisher Strom vor allem zu den einzelnen Haushalten. Sie übertragen dabei Wechselstrom mit mittlerer bzw. niedriger Spannung über kurze Distanzen. Für die Übertragung von sehr großen Strommengen auf Höchstspannungsebene kommen Erdkabel derzeit vorwiegend im Offshore-Bereich zum Einsatz. Künftig sollen für die geplanten Gleichstromleitungen vorrangig Erdkabel verwendet werden. Im Vergleich zu Freileitungen ist der Bau von Erdkabeln teurer und aufwendiger. Die Kabel müssen in rund 1,5 Meter Tiefe liegen. Ihre Verlegung hinterlässt sichtbare Spuren, zum Beispiel in Form von Schneisen durch Waldgebiete. In anderen Gegenden kann der Boden über einer Erdkabeltrasse aber nach Bau- und Erholungsphase wieder normal landwirtschaftlich genutzt werden. Die unterirdische Trasse führt auch zu einem großen Aufwand bei notwendigen Reparaturen, denn dabei müssen unter Umständen Bagger die Kabel erneut freilegen. Unter der Erde sind die Kabel hingegen weniger störanfällig im Vergleich zu Freileitungen. Vor allem liegen Erdkabel unsichtbar unter der Erde, ein Vorteil, der sich in der Akzeptanz des Netzausbaus niederschlägt. E wie Erdkabel. Erdkabel transportieren bisher Strom vor allem zu den einzelnen Haushalten. Sie übertragen dabei Wechselstrom mit mittlerer bzw. niedriger Spannung über kurze Distanzen. Für die Übertragung von sehr großen Strommengen auf Höchstspannungsebene kommen Erdkabel derzeit vorwiegend im Offshore-Bereich zum Einsatz. Künftig sollen für die geplanten Gleichstromleitungen vorrangig Erdkabel verwendet werden. Im Vergleich zu Freileitungen ist der Bau von Erdkabeln teurer und aufwendiger. Die Kabel müssen in rund 1,5 Meter Tiefe liegen. Ihre Verlegung hinterlässt sichtbare Spuren, zum Beispiel in Form von Schneisen durch Waldgebiete. In anderen Gegenden kann der Boden über einer Erdkabeltrasse aber nach Bau- und Erholungsphase wieder normal landwirtschaftlich genutzt werden. Die unterirdische Trasse führt auch zu einem großen Aufwand bei notwendigen Reparaturen, denn dabei müssen unter Umständen Bagger die Kabel erneut freilegen. Unter der Erde sind die Kabel hingegen weniger störanfällig im Vergleich zu Freileitungen. Vor allem liegen Erdkabel unsichtbar unter der Erde, ein Vorteil, der sich in der Akzeptanz des Netzausbaus niederschlägt. E wie Erdkabel. Erdkabel transportieren bisher Strom vor allem zu den einzelnen Haushalten. Sie übertragen dabei Wechselstrom mit mittlerer bzw. niedriger Spannung über kurze Distanzen. Für die Übertragung von sehr großen Strommengen auf Höchstspannungsebene kommen Erdkabel derzeit vorwiegend im Offshore-Bereich zum Einsatz. Künftig sollen für die geplanten Gleichstromleitungen vorrangig Erdkabel verwendet werden. Im Vergleich zu Freileitungen ist der Bau von Erdkabeln teurer und aufwendiger. Die Kabel müssen in rund 1,5 Meter Tiefe liegen. Ihre Verlegung hinterlässt sichtbare Spuren, zum Beispiel in Form von Schneisen durch Waldgebiete. In anderen Gegenden kann der Boden über einer Erdkabeltrasse aber nach Bau- und Erholungsphase wieder normal landwirtschaftlich genutzt werden. Die unterirdische Trasse führt auch zu einem großen Aufwand bei notwendigen Reparaturen, denn dabei müssen unter Umständen Bagger die Kabel erneut freilegen. Unter der Erde sind die Kabel hingegen weniger störanfällig im Vergleich zu Freileitungen. Vor allem liegen Erdkabel unsichtbar unter der Erde, ein Vorteil, der sich in der Akzeptanz des Netzausbaus niederschlägt.